Jo Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mod-Review. Und zwar stellen wir euch heute die 8 MGD UniGV von PixLab vor. Die ist heute im Workshop rausgekommen und wir werden uns das Ganze jetzt mal genauer ansehen. Also wir befinden uns gerade an der Talstation. Ich habe jetzt einfach mal die Bahn durch die halt als Dorfbahn auf Haltstein gebaut. Wir haben hier erstmal komplett neue Kabinen, komplette Modelle und alles sind selber gemacht von PixLab und auch diese Animationen, wie zum Beispiel, dass die Kabinen schaukeln und dass sie da hinten durch den Boden fahren, alles perfekt von PixLab geplant. Alter, dieses Schaukeln, es ist so ein Traum. Man kann natürlich auch die Gondeln umfärben und so, alles kein Problem und geiler Zaun. Ja. Und die Station kann man auch umfärben, oder? Ja, genau. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Also hier sind auch noch neue Knöpfe und so, also halt neue Designs. Die Funktionen sind gleich. Dann hier hinten nochmal ein Schaltschrank. Und hier drin, in diesem Türchen, hier sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also zuerst mal kann man die Barrieren ausschalten. Das heißt dann, dass diese Zäune hier rundherum und so weg sind. Man kann auch die Namen, die auf der Seite auf der Bahn stehen, deaktivieren oder aktivieren. Also das geht hier und dann könnt ihr sehen, zack, hier sind keine... Weg ist er. Ja, geil. Dann kann man noch die Drehkreuze aktivieren und deaktivieren. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. wieder richtig synchron. Ja, jetzt und sind jetzt sie wieder sind da. mit Slope Map kann man den Pistenplan hinter der Station aktivieren und deaktivieren, auch wie man es halt gern möchte. Also man kann es eigentlich ziemlich auf seine eigenen Wünsche anpassen. Finde ich ziemlich cool. Und da ist er wieder weg. Jetzt ist er weg. Alter! Ja, richtig, richtig magic. Und man kann sogar bei der Garage eine Holzwand machen. Also da diese Holz... Verkleidung. Geräte. An der Garage sind auch ein- und ausschaltbar. Richtig geil, du. Genau. Dann, außerdem sind noch auswählbar die Farben von der Station. Da könnt ihr einfach hier so drücken, dann ist rot. Dann könnt ihr wieder drücken, dann ist weiß. Und wenn ihr zwei gleichzeitig haben wollt, dann habt ihr zwei gleichzeitig. Richtig geil. Und ihr könnt natürlich auch ohne Stationsverkleidung. Und das gibt es... Also halt, dass ihr selber eine Station drüber bauen könnt. Und das Ganze gibt es dann in Rot, Weiß, Blau, Grau, Orange, Gelb, Grün. Kannst ja jede Farbe mal kurz zeigen. Und Gerät. Ja. Nein, ich meine Schwarz. Ich bin für das Gerät. Also ich zeige euch jetzt mal kurz alle Farben. Ja, das waren jetzt alle Farben. Das ist einfach so geil, dass man das alles hier einstellen kann. Ja, das ist einfach Julius. Ein Gerät, dieser Julius. Mhm. Also modden kann er. Dann haben wir hier so Beleuchtungseinstellungen. Man kann den Bahnsteig und die Stationsbrücke, also auch oben in der Station, die Beleuchtung ein- und ausschalten. Das sieht man, wenn es dunkel ist, besser, aber genau. Außerdem sind natürlich die Kabinen färbbar, ist sowieso logisch. Aber leider nicht in-game, sondern auch halb wie man es gewohnt ist. Ja, aber das wäre dann schon ein bisschen zu viel erwarten. Die Features sind jetzt schon mal richtig viel. Dann haben wir hier die Unterflurgarage und die ist richtig am Abgehen. Hier kann man die Weichen für die Garagierung ein- und ausschwenken und den Bahnsteig auch absenken. Du kannst ja mal kurz den Bahnsteig absenken. Bist du dir sicher? Man sieht, ja, das geht doch, oder? Ohne dass da was passiert. Senken funktioniert im Betrieb nicht, leider. Absenken und einschwenken kann man das Ganze auch. Dann sind hier auch so richtig geile gelbe Warngeräte. Auch diese Weiche hier schwenkt sich dann vielleicht ein, falls sie Bock hat. Oh, ich glaube, ich müsste auf Garagieren gehen. Ja, ist ja auch egal. Das funktioniert auf jeden Fall alles und dann kann man hier runter in den Bahn. Hier unten hat man dann einen Schaltschrank mit den ganzen aufgezeichneten Gleisen. Die Bahn und hat Weichen. Die Bahn hat maximal 48 Gondeln und eine maximale Förderkapazität von knapp 2200 Personen. Hier unten ist daneben der Bahnhof, der hat 4
Gleise, auf denen garagiert wird. Das sind dann die vier hier drüben. Und hier hinten sind dann noch die Special-Gondeln. Mann, mein Deutsch wieder mal voll am Arsch. Hier unten haben wir zwei Transportgondeln. Die sind leer, ohne Bänke und so. Und da kann man auch die Türen einfach von Hand öffnen und schließen. Wow! Da haben wir zwei Stück und dahinter haben wir noch ein Wartungsgehänge. Kann man auch öffnen und schließen. Und hinsetzen. Und hinsetzen. Wow. Quittieren. Features sind richtig krass. Zack. Und Fernsteuerung starten. Easy, jetzt fährt die Bahn los. Geil. Also funktioniert sogar im Bahnhof. Richtig geil. Auf der anderen Seite haben wir die VIP-Gondel. Die hat richtig geile Sitze. Einen Tisch. Der ist hoch und niederklappbar. Ja, sie hat ein Licht, also mit einem Lichtschalter. Genau, warte. So, jetzt krasses Licht. Richtig crazy. Das ist sogar hier oben so animiert und so. Und es läuft auch Musik und man kann noch die Fenster öffnen und schließen. Ui. Ja, also richtig geile Gondel auf jeden Fall und ja. Und als letztes haben wir hier noch eine Ersatzgondel. Genau, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen hier. Bei allen Gondeln ist es natürlich so, dass man die Sitze umklappen kann. Hier unten ist das dann nochmal diese CWA-Markierung und so. Auch hier drüben nochmal Doppelmeier und CWA und so. Also richtig detailreich und so. Und so. Natürlich auch die Fenster und so sind funktionabel. Funktionabel. Richtig geil und so. Funktionabel. Bubble. Was laber ich für eine Scheiße? Und das ist dann der Bahnhof. Sogar mit animierten Menschen. Nein, die sind einfach nur behindert. Dann gehen wir jetzt mal noch in die Bergstation, würde ich sagen. Würde ich fahren. Eli ist so lost. Läuft bei mir. Oben angekommen, schwanken wir hinein in die Station. Alter, das Ding schwankt. Es ist ja echt extrem. Die Bahn fährt übrigens so 8 Meter pro Sekunde, 6 Meter pro Sekunde. Ah ja, was ich unten noch gar nicht gezeigt habe, man kann auch diese Dinge hier einklappen oder halt einfahren. Ja. Richtig sexy. Wow. Dann gibt es natürlich auch hier oben die Möglichkeit, die ganzen Dinger wieder einzustellen. Nur halt das mit dem Holzgerät vom Bahnhof nicht, weil es hier oben keinen Bahnhof gibt. Und man kann auch wieder die Farbe einstellen und so. Auch die Beleuchtung ist wieder am Start. Ist die Farbe oben unabhängig von der von unten? Ja. Also kannst du oben rot machen und unten blau? Ja, du kannst da oben nichts und unten schwarz cool. Oder so immer. Das ist geil. Ja, ist richtig geil. Ah ja, was auch noch krass ist, er hat sogar Schließschienen für die Türen eingebaut mit den dazu passenden Hebeln, wenn ich es irgendwie treffen würde. Also diese Hebel, die bewegen sich mit den Schließschienen mit, sodass sich dann auch synchron die Türen schließen und auch hier diese Sicherungssysteme und so sind alle vorhanden. Das hat doch nicht mal die originale Bahn vom Spiel, oder? Nein, absolut. Auch der Sound ist viel anders. Ja. Die hört sich viel böser an. Ja, halt so gerätiger. So UniGV-mäßig. Der Einlage ein Ausschlüssel ist hier anders. Das ist normalerweise ein anderer Knopf, oder? Kriegst du den Schlüssel? Ja. Normalerweise ist ein Knopf wie der Station gesetzt, Gerät. Ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, ladet euch auf jeden Fall die Bahn runter, kann ich euch nur empfehlen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, den findet ihr jetzt in der Infokarte. Ladet sie euch herunter und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu abonnieren. Wir würden uns hier über einen Daumen nach oben freuen. Falls wir was vergessen haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, und ciao. Ciao.